Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saus, das haben wir wieder für euch. Und heute geht es weiter mit meiner Reihe, was mich in den 2000ern geprägt hat. Und zwar das Jahr 2004 und 2005. Ein kleiner Tipp, das Video wird schon länger, weil es schon ganz viele Sachen sind, die mich damals geprägt haben und an die ich mich gerne erinnern möchte. Und viel Spaß! Das Jahr 2004. Meine Oma ist gestorben und wir haben dann das Haus übernommen. Und deswegen sind wir aufs Dorf gezogen. Es kam zu einem Tsunami in Sri Lanka am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist auch noch passiert. Das sind Bilder, die ich auch so schnell nicht vergessen werde. Und dann natürlich auch das ganze Dorfleben. Ich habe neue Freunde gefunden. Ich bin aber noch auf die Schule gegangen. Also ich habe die Schule nicht nochmal gewechselt. Filme! Im Jahr 2004 kam Harry Potter und der Gefangene von Azkaban raus. Ende des Jahres. Der Film, der das Harry Potter Universum auch nochmal richtig durchgeschüttelt hat, was die Düsterheit angeht und das Erwachsenwerden in Harry Potter. Ja. Dann kam Sieben Zwerge, Männer allein im Wald raus. Das war ja damals auch ein sehr lustiger Film. Traumschiff Surprise, da war ich sogar im Kino mit meinen Eltern. Der war auch ziemlich, ziemlich lustig, der Film. Der prägt einen auch noch heute. Also ich gucke den auch heute noch gerne. Welcher Film auch rauskam, war The Day After Tomorrow mit Jack Gyllenhaal. Auch sehr toller Film. Kann ich auch mehrmals schauen. Jetzt zähle ich euch noch ein paar auf, die ich auch gesehen habe im Jahr 2004. Das wäre Der Untergang. Troja habe ich damals aber noch nicht geschaut. Troja habe ich erst ein paar Jahre später gesehen. Wie ein einziger Tag. Wie ein einziger Tag, da habe ich das Buch gelesen und den Film gesehen und ich liebe beides so unendlich. An dem Film finde ich halt schön, dass die so mehrere Epochen so ein bisschen auch durchlaufen und halt das Ende und beziehungsweise der Plot auch des Endes finde ich super schön. Vermächtnis der Tempelritter, da war ich auch im Kino. Der Film war revolutionär, für mich auch super toll. Butterfly-Effekt kam 2004. raus. Aber was für ein Film, oder? Also, kennt ihr den noch? Girls Club kam raus. Wenn ihr jetzt mit dem Film nicht so anfangen könnt, dann guckt euch einfach mal Thank You Next von Ariana Grande an. Da ist so, sind so ein paar Filmausschnitte aus diesem Film. Shaun of the Dead und Dawn of the Dead kam raus. Ich habe Dawn of the Dead zuerst gesehen und dann irgendwann mal später Shaun of the Dead. Und ich finde Shaun of the Dead einfach besser. Cinderella Story und Raise Your Voice mit Hilary Duff. Auch zwei schöne Filme. Die Bourne-Reihe hat Fortsetzungen bekommen und die Bourne-Reihe fand ich auch nicht schlecht. Die Bourne-Reihe damals, die Trilogie, fand ich wirklich nicht schlecht. Also ich fand die geil. 30 über Nacht kam raus, auch ein toller Film, der mich auch ziemlich geprägt hat und der einfach auch damals in mein Teenager-Alter gepasst hat, auf jeden Fall. Resident Evil Apokalypse kam raus, aber zu Resident Evil erzähle ich euch ja eh noch ein bisschen was anderes noch. Das kommt noch. In 80 Tagen um die Welt kam raus. SpongeBob Schwammkopf, der Film kam raus. Da war ich etwas schockiert, dass das schon 2004 war. Muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich finde den Film noch nicht so alt. Also ich dachte nicht, dass der schon 15 Jahre alt ist. Gott, bin ich alt. SpongeBob Schwammkopf, den Film, den habe ich damals auch übrigens gerne geguckt. Den hatte ich dann auf DVD. Dirty Dancing 2 kam raus. Dirty Dancing 2 fand ich nicht schlecht. Also natürlich kommt nichts an das Original, aber ich fand Dirty Dancing 2 jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Und damit komme ich ja auch langsam zu den Parts, dass ich jetzt mich mehr für Bollywood interessiere, beziehungsweise Musical-Filme und Musicals. Da fing das so an mit 13, so circa, aber es dauerte noch ein Jahr, bis das wirklich ankam. Ein Film, der dann 2001 schon rauskam, den ich aber jetzt erst gesehen habe, war Moulin Rouge. Damit habe ich die Liebe kennengelernt, auch mit dem Bollywood-Film. Und dann soll sich keiner mal wundern, warum ich so eine Drama-Queen bin. Moulin Rouge ist super toll. Das ist bis jetzt noch einer der besten Musikfilme, finde ich, of all the time. Außer jetzt natürlich Bohemian Rhapsody mal ausgenommen und Mamma Mia. Aber toll. Ich würde auch gerne am Broadway zu dem Musical gehen, ja. Aber es ist ja New York. Aber wenn es hier in Deutschland wäre, wenn hier in Deutschland eine Vorstellung wäre, würde ich auf jeden Fall hingehen. Musik! Ein Lied, was 2004 rauskam, was wir auch jetzt bestimmt alle noch singen und was jetzt auch noch alle bei jedem im Kopf hervorkommt, lebt denn der alte Holzmichel noch? Dragostea Tintei
Von beiden natürlich. Also einmal das Original und das Cover. Ein Lied, was ich jetzt auch noch gerne höre. Dann Die perfekte Welle kam raus von Juli. Also Juli hatte ihren Start. Umf hatte auch seinen Start mit Augen auf. Dann Limp Bizkit kam zurück mit Behind Blue Eyes, dem Cover. Aventura mit Obsession, der Sommerhit schlechthin, mit Tragostea Tinte. Maroon 5 kam raus mit This Love. Silbermond kam auch raus. Durch die Nadel damals Bravo Hits und noch so eine andere Zusammenstellung von Musik. Das habe ich damals halt alles gehört. Ich zähle jetzt noch ein bisschen auf. Ich habe hier mein Buch alles aufgeschrieben und zähle das jetzt so ein bisschen auf. Dann geht es einfach schneller. Breath Easy von Blue. Vanilla Ninja kam raus. Jojo kam raus. Die Preluders mit Everyday Girl. Als ich das rausgefunden habe, fühlte ich mich wirklich alt. Avril Lavigne mit My Happy Ending. Das wird auch nochmal später kommen in diesem Verlauf. Dann Sido kam raus 2004 mit meinem Blog. Dann Space Taxi natürlich wegen Traum True Surprise. Dann Hey Ya, Toxic und Every Time von Britney Spears kam raus. Just One Last Dance, ich meine Natural, kennt die noch jemand? Mark Terenzi und Sarah Connor, das Liebespaar. Denk mal. Von Wir sind Helden kam raus. Natasha Bedingfield mit These Words kam auch 2004. Dann Evanescence kam natürlich vorher schon raus, aber diesmal in diesem Jahr mit My Immortal. Sehr schönes Lied, kommt auch später nochmal in dem Verlauf der Videos. Dann The Reason von Hoobastank, ein tolles Lied. Einfach ein, also das ist wirklich ein tolles, tolles Lied. Shut Up von Black Eyed Peas kam raus. Call On Me, dieses Skandalvideo in dem Fitnessstudio kam raus, 2004. Und Proof Coverage mit 70s and 50 Days. Das war mein absolutes Lieblingslied. Ja, ich hatte damals auch MP3s. Da war halt komplett Proof Coverage drauf und das habe ich hoch runter gehört. Sugar Babes mit Too Lost in You war ein Soundtrack zu dem Weihnachtsfilm Tatsächlich lieben. Serien. So schnell geht das auch nun wieder nicht, aber ich habe hier bloß die halbe Seite Serien, ich schwöre. 2004 kam eine Serie raus, die am Anfang richtig, richtig gut war und die letzten Staffeln einfach nur noch schlecht. Beziehungsweise das Ende war einfach schlecht. Ich glaube, ihr wisst, von was ich rede. Lost. Lost gesuchtet ohne Ende. Aber es war dann einfach nur noch schlecht. Ich habe auch eine schöne Erinnerung. Das erste Mal im Free TV kam das Ende von Lost. Das Ende der Serie. Was soll aufgeklärt werden? Und gerade steht Jack vor der Tür, wo sich alles aufklären sollte. Und bei meiner Freundin, die Schwester, geht der Receiver aus, weil der Timer aus ist und wir haben den nicht wieder angekriegt. Das waren die letzten 5 Minuten Lost. Ich habe das Ende mittlerweile ja mal gesehen, aber Gott, das war für mich der Horror. Ich meine, das war auch später, das war glaube ich in den späteren 2000ern, aber trotzdem, hallo. Dr. House kam raus 2004. Dazu gibt es auch eine lustige Erinnerung. Wir hatten mittwochs immer erste Stunde Musik. Eine Freundin und ein Klassenkamerad, die saßen hinter mir oder neben mir oder so. Und immer, es war immer der Satz von den beiden. Hast du gestern Dr. House geguckt? Das war für, dieser Satz ist bei mir auch noch so eingebrannt. Das sind eure Erinnerungen aus der Schule. Grüße gehen raus an euch, falls ihr das seht. Stargate Atlantis kam raus. Diese Serie habe ich auch erst später gesehen. Sie kam 2004 raus. Die Anfänge von Jason Momoa. Falls ihr es nicht wisst, das ist Aquaman. Und Khal Drogo. Friends habe ich damals geguckt und halt auch Drake und Josh.